Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Neues Jahr, neues Glück. Wir haben Jahr 2017, Januar und ein neues Paket ist da. Alter, was für ein Ding. Wir haben Februar. Ist aber das Januar-Paket. Ja, wir haben jetzt Februar. Es ist trotzdem das Januar-Paket. Und er ist auch wieder dabei im neuen Jahr. Und im Januar kam schon ein Video. Also ich das zweite. Ja, aber es ist ja Dezember. Ja. Loot. Ja. Es ist jetzt Januar. Loot. Ja. Was ein bisschen größer ist als... Wir haben keine Vergleichsbox! Ja, ich hab sie weggetan, aber wenn du Kopfvergleich siehst, siehst du, dass das Ding eigentlich einfachst erschlägt. Wir haben eine Vergleichsbox, aber die lasse ich da auch stehen. Und du nachher auch. Sagst du. Das war die Vorpaket. Das war Dezember-Loot. Guck dir dein letztes Video an! Das war Dezember-Loot, ja, tatsächlich. Ich hab tatsächlich noch den Dezember-Loot-Karton stehen, aber wie ihr seht... Ich glaube, da ist bestimmt eine Fußmatte wieder drin. Und dann nicht wieder! Mal, ich weiß noch nicht mal, ich habe die andere übrigens auf Zeit getan, die liegt nicht mehr hier, gell? Oder ein Handtuch. Ein Handtuch wäre auch mal geil. Ich hätte so ein Handtuch im Smartphone-Design. Ich nicht. Habe ich schon mal eine Tante mal bekommen. Thema, weißt du? Gab's keins. Cool, kein Thema. Also ich wette, es ist was mit Marvel oder DC drin. Das ist fast immer drin. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht schon irgendwo krass aus. Ich kann dir das nicht zeigen. Was ist das? Okay, pass auf. T-Shirt tun wir mal auf die... Oh nein, ich habe gerade das T-Shirt gesehen. Das erste, was ich rausziehe... Oh, also aufpassen. Aufpassen. Ein... Glas, kein Becher, ein Glas. Und zwar von The Big Bang Theory. Hast du jetzt extra nochmal nachgucken müssen, ob es ein Becher oder ein Glas ist? Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, ob das jetzt irgendwie mit Deckel ist oder sonst irgendwas. Dann wäre es trotzdem ein Glas. Ja, aber ich meine Becher halt, weißt du, mit ja, ja, Dingen. Ein Glas besteht zu 99% immer aus Glas. Deswegen heißt es ja auch Glas oder Trinkglas. Herzlich willkommen bei Let's Klugscheißer hier auf diesem Kanal. Ja, sorry. Ja, Basinga. Handwash only. Ja, so, mit Handwaschen wahrscheinlich wieder. Sonst geht das. Wie gesagt. Ist aber bei vielen so aufgedruckten Sachen. Ne? Ja, weil es ist spülmaschinenfest einfach. Also, da hast du 5000 Spülmaschinen und darfst du sie nicht benutzen, weil da bedruckt ist. Pass auf. Vorderseite, Big Bang. Rückseite. Klirr. Rückseite. Ich muss es kurz drehen, ohne dass ich die Packung aufmache. Sonst verliert der Sonderwert! Ja, eigentlich, ich mach's eh auf, weil ich es wahrscheinlich eh nicht ins Regal stelle, weil ich es gleich nutzen werde oder nutzen kann. Bazinga. Das sind die Dinger da unten drin gewesen. Was? Also unten, der Aufdruck. Bazinga. Genau. Bazinga. Bitteschön, hab ich angeholfen. Danke. Übrigens von Warner Brothers. Also lizenziert? Hätte ich nicht gedacht, dass Big Bang von Warner Brothers ist. Also, Warner Brothers gehört doch fast alles. Krass, Warner Brothers oder Disney? Okay, cool. Dazwischen gibt es ja nicht mehr so viel, ne? Ich will dieses... Ich packe erstmal das. Oh! Oh! Sernitze! Und zwar... Was ist es? Ein Armband. Ein Armband von BioWorld. Die haben ja immer so tolle Sachen. Ja, das ist ein Armband. Assassin's Creed Unity. Ja gut, ob es direkt von Unity kommt, kannst du nicht so richtig sagen, wenn du so das Logo anschaust, ne? Doch, steht aber dran. Unity. Ja, aber wenn du dir nur das Logo anschaust. Unity. Also, ja doch, doch geht. Ja, weil es dieses, dem, dieses Assassin-Logo mit diesen Verzerrungen. Aber ich dachte, es wäre jetzt Leder, ist aber plastisch. Also, sieht aber stark nach Leder aus. Ja, es ist Leder im Metall, aber das ist eindeutig Plastik. Da steht auch irgendwas drin mit 2014 Ubisoft Entertainment. Okay, alles klar. Aber es ist... Keine Fake-Scheiße, aber... Es ist trotzdem plastisch. Kenn ich jetzt. Das Logo vorne ist auch... Könnte Hartplaste sein, aber ist ein bisschen... Du hast nachher dein eigenes. Ja, und? Tun wir da rein. So, machen wir weiter. Ist auf jeden Fall Plastik. Ich möchte das jetzt noch gar nicht so zeigen. Wir haben auf jeden Fall wieder
Geil. Ich sammle ja solche Dinger. Ich mag sowas. Ich mag echt Pappröhren. Das ist so geil. Ich weiß zwar nicht, wofür ich es nutzen soll, aber... Das ist nur der Toll. Da ist auf jeden Fall wieder irgendwas drin. Sieht nach Terz aus, oder? Nee. Nein. Was es auch ist, ich habe eine neue Pappröhre. Dankeschön. Kannst du Röhren drin aufbewahren? Tada! Da ist wieder irgendwas. Und zwar haben wir eine Produktnummer MCPP60222. Können wir schnell nachgoogeln. Oh, ist ja auch alles live. Tadum. Ich würde Kevin sagen, Product Placement. Hey. Das ist halt, wir wissen, was Product Placement wirklich ist. Hauptsache gesagt und getan. Und ich wäre aber auch voll dafür. Oh, das ist was für dich. Ja, ich sehe es. Geil. Oh, Tobi wird's hassen. Oh, Tobi. Alter. Aber das, die Bilder habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ob es jetzt in-game war oder ob es irgendwie über eine Werbung war. Apropos Werbung. Ich lasse jetzt mal einen Werbebanner einblenden. Alter! So, Werbung beendet. Ja komm, das musste doch sein. Oh, shit. Ach, Tobi! Wenn du nett und freundlich bist und kommst mal wieder mich zu besuchen, kannst du das vielleicht sogar haben. Und die Mütze und der Schlüsselanhänger. Nein, das sind meine, aber das kann man haben. Und das T-Shirt. Finger weg. Also das kann man haben, aber der Rest ist meins. Ich Wie bitte? Nix, mach weiter. Ich hab da noch was. Ich weiß noch nicht, was es ist. Und ich hab grad etwas Angst, das Ding rauszuziehen. Tötet es. Ich packe es jetzt einfach mal aus. Und nehme es in meine Hand. Und benutze es. Vielleicht nehme ich es auch in zwei Händen. What the fuck? Das tun wir mal auf die Seite. Es sind Bruce Lee Dragon. Try me, see button. Dann ist Lee an der Seite. Die haben Versuch mich aussparen. Ohne Scheiße, ich muss die kurz auspacken. Ohne Scheiße. Boing. Nein, du zerstörst den Sammlerwert. Ja, jetzt strackt es nur im Regal rum. Gut zu sagen, sowieso. So ist es. Wie eng. Damit ja auch ja keiner klauen kann. Wer denn? Kinder. Mein Postbote. Du, der Postbote, genau. Ja, das habe ich voll mutet. So wie das Paket gestaucht ist, hat der Tetris noch gespielt. Sie nur noch um Stunden handeln. Das ist kaputt. Oh. Ach du Scheiße. Das sind meine neuen Handschuhe für den Winter. Nur schade, dass der Winter jetzt vorbei ist, ja? Yes. Vor allem, du kannst deine Hände nicht wirklich aus. Fahr mal so Auto. Oh, ich. Heb mal kurz. Nee, heb, ja, fahr. Heb doch mal kurz. Du musst das kurz heben, dass ich da reinstopfen kann. Da ist noch irgendwas dran. Was ist dran? Da ist was drin. Im Schwarzen schon was drin. Oh, stimmt, da ist noch irgendwas. Pull mal. Da steht Pull. Jetzt pass auf. Da passiert nichts. Wahrscheinlich Batterie der. Oder die Batterie ist noch gar aktiv. Bro, Alter. Bro, Alter. Eine Faust, ey. Oh, geil, Fettkreis. Die sollten wahrscheinlich mal Töne geben. Warte. Nein! Nein, Alter! Ach du Scheiße! So funktioniert das nur ab und zu? Und die Frage ist schon fast reagiert. Scheinbar auf Bewegung. Ja!
Ruhe! Ich war schon die ganze Zeit! Du bist alles die Wascha! Ist das geil? Das ist das ganze Nacht so. Man kann es Gott sei Dank. Ach, es hat einen anderen Ausschalter. Tja. Wird heute Abend schwer. Zu zocken? Ja. Auch. Aber sich einfach von der. Mach ich doch eh nicht mehr. Lebe. Levin, die schenke ich dir. Hast du endlich das Gefühl, dass es jemand anders macht? Oh, Alter. Was ist das für eine Folge? Chaos. Wir haben ein T-Shirt. Ach, wir sind doch gar nicht durch. Nein, nein. Wir können ja nur weitermachen. Seinen neuen Geschlechts. Bespaßer. Nennen wir es einfach Bespaßer. Mhm, mh. Ist es das, was du wolltest? Weiß ich nicht, nein. Nein, was wolltest du denn? Nee, dann mach weiter. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere das T-Shirt. Den Master Chief. Was? 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 Ich mach mal mein Paket auf. Ciao! Der Master Chief. Geil, so ein T-Shirt hatten wir jetzt aber auch noch nie. Halo-Shirt. Ein Halo-Shirt. Und ich sehe das Sturmgewehr. Ha! Stimmt. Und ich weiß, was für eine Granate ausgerüstet hat. Ja, die normalen. Ja. Da oben sind noch die Granatenanzeigen. Und der Radar ist auch noch mit drauf. Aber keine Cortana. Schade. Geil. Das ist auch sehr nice. Tja, cool. Das war's. Das war's. Nochmal nachschauen, ob du irgendwas vergessen hast. Nö, ist eigentlich alles drin. Wir haben das, den Becher. Preise stehen übrigens keine mehr drauf. Ich weiß, habe ich auch schon zehnmal gesagt. Okay, gut. Das Poster, das Armband. Bietet Schutz vor Angreifern. Das Armband. Das Armband. Was? Das Armband. Bietet Schutz vor Angreifern. Leuchtet es auf, wenn ich es dann in die Richtung halte und dann. Geheimnisvoller Assassine taucht aus dem Nichts aus dem Schatten auf und hilft mir den. Schreckt ihn einfach auf der offenen Straße nieder. Den Räuber fertig zu machen. Oh mein Gott. Okay. Ja, wie gesagt, der Becher, die Fäuste, das T-Shirt, das Poster und das abschreckende Armband. Blutjob, falls ihr was braucht, was noch. Alt ist, was ihr wieder haben möchtet. Oh, Copy Placement! Ja, Kevin! Copy Placement? Voll geil! Copy Placement! Product Placement! Ja, war's das? Cool. Hat sich gelohnt. Riesenkarton, viel Spaß und dazu sage ich nur. Ja, du hast den ausgeschalten. Ich hab's ausgemacht. Warte. Warte. Das kannst du nur noch umstunden, Mann. Ja, eigentlich könnte man so doch mal die